Beim Konservencheck. Was ist drin in den Dosen aus aller Welt? Und er stellt sich wagemutig als Tester zur Verfügung. Ralf Meuser, Spitzenkoch aus dem Rheinland. Eigentlich kommt bei ihm nur frisch auf den Tisch. Nur für Abenteuerleben probiert er wagemutig unbekannte Konserven. Konserve Nummer 1 kommt aus China. Wir fragen jemanden, der es wissen muss. Was ist da drin? Mala Sijing, Fan Saoguang. Übersetzt heißt das Sichuan-Pfeffer eingelegtes. So, ein neues Konservchen. Ich sehe gerade, ich habe zuerst gedacht, das wäre Popeye gewesen da vorne drauf, aber das ist auf jeden Fall wieder asiatisch. Das ist so ein Manga-Püppchen vorne drauf, was natürlich nicht besonders viel darüber aussagt, was tatsächlich drin ist. Etwas scharfen Gemüse da drinnen, ja. Mit Bohnen und lange grüne Bohnen und Chili. Dieser kommt aus einer Provinz, aus Sichuan. Diese Provinz isst man viel scharfes Essen. Scharf eingelegtes Gemüse aus China. Klingt doch gar nicht übel. Errätst du das, lieber Ralf? Die Sprache sieht für mich wieder so ein bisschen koreanisch aus. Also das Einzige ist halt wirklich, wenn man unten reinguckt, dass man da was sehen kann. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Lauch, Staudensellerie oder sowas. Da könnte auch eine Erdnuss drin sein, so von außen. Also das ist eigentlich undefinierbar. Was ist das denn hier? Ist das eine Bohne oder was? Es ist also ein Ragout von Gemüsen und Kernen aus Korea. Land? Falsch. Aber immerhin hast du den Inhalt richtig erkannt. Nicht schlecht. Es riecht ein bisschen tomatig. Tomaten sind da aber eigentlich keine drin, Ralf. Das sind so weiße Bohnen. Da kann man sehen, hier ist auch noch der Keim. Also da ist garantiert so eine weiße Bohne. Ja, das kann natürlich, weißt du, was das auch sein kann? Das könnte auch so eine Erdnuss sein. So ist es, Ralf. Oh, das ist scharf. Uiuiui. Das ist scharf, das ist sehr scharf. Und dann abgesehen davon, ich würde sagen, das wird wahrscheinlich ein paar Deutschen quasi abschrecken. Aber im Großen und Ganzen, also ich würde sagen, das schmeckt gut. Heiland, Heiland. Also wer das alles auf isst, alle Achtung. Fan Sao Guang heißt das. Das heißt, damit kannst du alle Reis aufessen, weil das gut schmeckt. Scharf, aber lecker. Das klingt vielversprechend. Was hast du mit dem Gemüseragout jetzt vor, Ralf? Es ist ja auch immer ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt eine asiatische Konserve habe, dass ich dann auch was Asiatisches daraus koche. Dass ich da einfach ein bisschen ein mediterranes Gericht draus koche und zwar dann schön mit einer Aubergine. Clever. Du hast ja nicht erraten, dass die Konserve aus China kommt. Dort isst man die scharfe Würzsoße hauptsächlich mit Reissuppe oder Reis. Ob sie zu panierten Auberginen und mediterranem Gemüse passt, das darf Reporterin Christina später entscheiden. Um die extreme Schärfe etwas abzumildern, greift der Spitzenkoch zu Sahne und Creme Fraiche. Andere Milchprodukte haben übrigens eine ähnliche Wirkung. Ein Auberginen-Piccata auf mediterranem Gemüse mit asiatischer Pesto-Soße. Die Rezepte zu Ralfs spontanen Gerichten gibt's auf kabel1.de. Und ob die Kreation tatsächlich schmeckt, dürfen jetzt Reporterin Christina und Ralf höchst selbst bewerten. Na, scharf? Ich find's eigentlich ganz lecker. Mhm. Ne? Schön mediterran. Die Aubergine ist perfekt, um diese Schärfe abzumildern. Aber ich weiß ja trotzdem noch nicht genau, wo es jetzt tatsächlich herkommt. Das kommt aus China. Ja, alles dieselbe Ecke. Weiter geht's mit Konserve Nummer 2 aus Spanien. Mejillones fritos en aceite de oliva. Auf Deutsch heißt das frittierte Muscheln in Olivenöl. Da ist irgendwas in Olivenöl frittiert. Auf den ersten Blick sieht das Foto so ein bisschen aus, als wenn es eine Muschel wäre. Ah, España. Ich habe gesehen, España. Da ist España. Sehr gut, Ralf. Das war wohl zu einfach. Hast du noch was entdeckt? Guck mal, 8 bis 10 Grande. Ich vermute, dass das 8 bis 10 Stücke sind, die da drin sind. Das lässt sich doch leicht herausfinden. Mit einem Blick in die Dose. Tada! Es sind Muscheln, habe ich doch gesagt, ne? So, und ich bin ja ein cleveres Kerlchen, ne? Hier oben steht ja 8 bis 10. Pass auf, jetzt kommt es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Muscheln, ne?
habe ich gar nicht recht. So, dieser Kamm hier, das sieht aus wie bei einer Miesmuschel. Ölig. Es riecht auch ein bisschen tomatisch. Ja, ölig. Einfach ölig. Muss man jetzt nicht haben. Was hast du mit den Muscheln vor, Ralf? Spanien-Tapas bietet sich an. Die werde ich backen in einem Strudelteig, so kleine Stückchen. Aber ich mache noch ein paar andere Tapas mit drumherum, damit man auch sieht, wie schnell sowas eigentlich geht. Wir fragen in der Zwischenzeit noch mal bei Landsleuten nach. Wie essen Sie die Muscheln? Kann man essen als Vorspeise. Mit Nudeln in eine Tomatensauce dazugeben, also in die Soße rein. Kann man kochen mit Koriander, mit ein bisschen Knoblauch, Butter. Klingt alles lecker. Unser Konservenchecker Ralf hat sich aber für Muscheln im Teigmantel entschieden. Dazu gibt's Kräuter-Aioli, Datteln im Speckmantel und Salat. Dafür braucht es nicht viele Zutaten und der Tapas-Teller ist in weniger als 30 Minuten fertig. Das ist einfach ein ganz schneller kleiner Tapas-Teller. Die Hauptzutat sind natürlich Muscheln, gebacken im Strudelteig. Guten Appetit! Aus öligen Dosenmuscheln wird im Handumdrehen ein leckerer Snack. Optisch macht der einiges her. Aber schmeckt es auch? Sehr gut. Sehr lecker. Auch das Schöne mit dem Teig, das Knusprige dabei. Ne? Jetzt noch einen schönen kalten Weißwein dazu. Sonnenuntergang. Holen wir uns doch jetzt einfach, oder? Nehmen wir es mit. Na dann. Okay, komm, dann gehen wir. Hier geblieben. Es fehlt noch Konserve 3 aus Südkorea. Für alle, die kein Koreanisch sprechen, das heißt Wachteleier in Sojasauce. Das Bild sieht auf den ersten Moment aus wie Eier. Das Problem ist, da passen ja keine gekochten Eier rein irgendwie in die Dose. Hühnereier passen da nicht rein. Da hast du recht, lieber Ralf. Das könnten natürlich auch Bohnen sein. Das sind kleine Eier mit Sojasauce. Sojasauce. Mit Bohnen liegst du total daneben, Ralf. Wo kommt die Dose wohl her? Ich bin der Meinung, vom ersten Gefühl her, es ist koreanisch, weil die Gesichter ein kleines bisschen runder sind. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass so Koreaner ein bisschen rundere Gesichtsform haben im Groben. Und das hat das so ein bisschen. Auch die Schrift erscheint mir ein bisschen runder, wie dieses Chine. Für mich ist das auch was Koreanisches. 100 Punkte, Ralf. Lass uns doch mal reinschauen. Das sind Eier. Nur kleine Eier. Ich bin jetzt von Hühnereiern ausgegangen. Weil ich habe auch gesagt, mein Gott, das sieht doch aus wie Eier, aber Eier passen ja nicht rein. Aber das sind für mich ganz klar Eier. Na, guck mal hier. Ja, das ist doch ein Ei, oder nicht? Wir haben Ralf Mäuser eine unbekannte Konserve aus Korea vorgesetzt. Errät er, dass es Wachteleier sind? Das ist so komisch hier. Das ist ja nicht bei einem Ei, oder? Aber es fühlt sich an wie ein Ei. Wenn man es jetzt einmal durchschneidet, dann sieht man ja, ob es ein Ei ist oder nicht. Darf ich mal eine durchschneiden? Wir bitten darum. Es ist ganz eindeutig ein Ei, weil es ist nämlich ein Eigelb drin. Also ich sag mal so, die einzige Vogelart, die ich kenne, die wir auch in Europa essen, die Eier, die so groß sind, sind Wachteleier. Ich probiere jetzt mal eins. Ich gehe mal davon aus, dass das ein eingelegtes, gekochtes Wachtelei ist. Richtig. Und was hast du damit vor, lieber Ralf? Wir machen einfach eine asiatische Suppe mit Wachtelei, aber halt mit dem gekochten, was ja auch nicht schlimm ist. Die haben ja genau die richtige Größe für in den Mund zu packen und deswegen ist das eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Als Suppeneinlage. Essen Koreaner die Eier auch so? Das ist eine Beilage. Und isst man das warm oder kalt? Kalt. Cold. Anders als bei uns bekommt man in Korea kein fertig angerichtetes Gericht auf einem Teller serviert. Dort bietet man verschiedene Beilagen in kleinen Schalen an und jeder am Tisch bedient sich. Ralf nutzt die Wachteleier aber lieber als Suppeneinlage. Dazu gibt's Rindfleisch und viel frisches Gemüse. Wer das Gericht nachkochen will, aber keine koreanische Konserve hat, einfach gekochte Wachteleier und einen Schuss Sojasauce verwenden. So. Suppe ist fertig. Ich nenne das jetzt einfach mal
Suppe deutsch-asiatische Freundschaft. Wenn es so gut schmeckt, wie es aussieht, nehmen es dir die Koreaner bestimmt nicht übel, dass du aus der Beilage eine Einlage gemacht hast, Ralf. Da könnte man sagen, das ist so ein kleiner Gemüse-Wachtelei-Shot. Ne, kann man auch trinken, ne? So. Prost. Ja. Cheerio, Sophie. Schmeckt hervorragend. Kann man essen. Jetzt ist natürlich noch die Frage. A, waren es Wachteleier? B, waren sie aus Korea? Es waren Wachteleier. Sie kommen aus Korea. Eingelegt in Sojasauce. Jojo, das ist ja alles in Sojasauce. So, wir hatten drei Zutaten. Einmal aus Spanien, einmal aus China und einmal aus Korea. Ich würde das jetzt mal mit dem Daumen machen. Spanien, super. China, geht so. Korea, fand ich auch gut. Alles zumindest gut essbar. Du kannst gespannt sein, welche Konserven wir dir nächstes Mal präsentieren, lieber Ralf.